Sarah Lesch, das neue Album. Der Einsamkeit zum Trotze. Warum fühlst du dich so einsam, Sarah Lesch, mit dem, was du tust? Warum wechselst du nicht einfach deine Karriere? Sarah, du könntest doch einfach Mutter werden und Kinder bekommen. Ich garantiere dir, dass du dich dann nicht mehr so einsam fühlst. Und dann hast du auch nicht mehr das Bedürfnis, irgendwelche Alben zu veröffentlichen. Bist du eigentlich verwandt mit Harald Lesch? Mit unserem Chefpropagandisten? Könnte schon sein, oder? Sarah, such dir einfach einen schönen deutschen, blauäugigen Mann, der so schöne, hellblaue, graue Augen hat wie du. Und dann mach einfach viele Babys. Ich glaube, das hilft dir. Zentrum für Sozialforschung Halle e.V. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Kompetenzzentrum Soziale Innovation Sachsen-Anhalt. Wissen, Wagen, Wandel. An was für sozialen Innovationen wird darüber geforscht? Vielleicht erforscht man, wie man Menschen dazu überzeugen kann, in solchen langweiligen, monotonen und deprimierenden Häusern hier zu wohnen. Verglichen mit den doch recht hübschen Häusern, in denen die Menschen damals gewohnt haben. Hier mal ein recht schlichtes Beispiel. In den Häusern, in denen das Kompetenzzentrum für soziale Innovation zu Hause ist. Ich glaube, man möchte die Menschen auch davon überzeugen, dass sie keine Volkszugehörigkeit haben und dass sie ja, keine eigene Kultur haben und dass es im Grunde nur darauf ankommt, irgendwie Geld zu verdienen und einen Job zu haben. Es sind auch noch große Forschungen notwendig, um herauszufinden, wie man Menschen davon überzeugen kann, dass es eigentlich keine Geschlechter gibt und dass es nicht notwendig ist für das Glück, sich fortzupflanzen und viele gesunde Kinder zu zeugen. Es ist auch noch erheblicher Forschungsaufwand notwendig, um Menschen klarzumachen, dass es nicht unnatürlich ist, wenn die Menschen, die Kinder, die man zeugt, wenn die vollkommen anders aussehen als man selbst, ja, zum Beispiel bei gemischtrassigen Ehen. Da ist noch großer Forschungsbedarf auf sozialer Ebene, wie man den Menschen dieses klar machen kann. Das ist die Talamtschule in Halle. Hier bin ich mal zur Schule gegangen. Beziehungsweise ist das die Seite der Berufsschule. Hier war ich natürlich nicht als kleines Kind, aber an der Seite ist die Grundschule. Und da war ich dann. Schönes Gebäude hier. Aber logischerweise steht hier rechts Stadthalle Saale. Das ist jetzt das Lionel-Feininger Gymnasium. Also wie gesagt, das hieß mal Talamtschule. Und was also auf der anderen Seite nicht fehlen darf, ist natürlich dieser Hinweis, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Unsere Grundschule war auch ohne Rassismus, vollkommen ohne Rassismus. Es war eine sehr couragierte Grundschule. Übrigens habe ich hier drüben gewohnt, ja, im Schülershof 8. Ganz oben, da rechts, diese letzten beiden Fenster. Hier habe ich in den 90ern
gelebt. Und es war praktisch. Ich habe halt nur eine Minute oder so zur Schule gebraucht damals, zur Grundschule. Und wie gesagt, das Schöne an unserer Grundschule war, dass es dort auch überhaupt keinen Rassismus gab. Ja. Und es lag vor allem daran, dass es dort nur eine Rasse gab, nämlich die nordeuropäische. Hier haben wir öfter Fußball gespielt oder irgendwelche anderen Spiele. Ja. Da ist nochmal die Schule. Ja, da wo es keine mehreren Rassen gibt, gibt es auch keinen Rassismus. Ja. Warum auch? Warum soll es da irgendwelche Probleme geben? Ich war auch mal in Urania in Südafrika. Da gab es auch keinen Rassismus, weil dort nur Buren gelebt haben. Und der Rassismus und die Konflikte zwischen Rassen kommen daher, dass man die Völker und Rassen wahllos und chaotisch miteinander vermischt und zusammenwürfelt und ihnen keinen Raum gibt, sich selbst zu entfalten. Daher kommen die ganzen Probleme. Und ja, es ist ziemlich sinnlos, wie die Medien gleichzeitig Propaganda für die Vermischung der Völker machen können und gleichzeitig gegen Rassismus sind, weil wenn sie gegen Rassismus wären, dann würden sie nicht alle Rassen miteinander vermischen wollen, sondern dann würden sie den Stand, der über Jahrtausende vorgeherrscht hat, nämlich dass die Völker ihre eigenen Gebiete haben, dann würden sie diesen Status einfach beibehalten wollen, weil dann würde es diese ganzen Konflikte nicht geben. Ja. Dann könnten die Menschen auf freiwilliger Basis ja auch mal ein anderes Volk oder ein anderes Land besuchen, aber wären nicht gezwungen, dorthin zu gehen und wären nicht gezwungen, mit den anderen dort klarzukommen, sondern könnten immer wieder zurückkehren und hätten ihr eigenes Land. Was bei den Deutschen beispielsweise heutzutage gar nicht mehr der Fall ist, denn wenn wir unter uns sein wollen, wo sollen wir da hingehen? Wir sind überall verfolgt, überall geächtet. Nirgendwo wird uns erlaubt, ein eigenes Land zu haben, denn es wäre ja rassistisch, wenn man unter sich sein möchte. Ja. Da muss man dann überall diese Propaganda anbringen und Plakate und naja, ich habe noch mehr Beispiele in petto. Das hier war quasi die Seite, das war die Grundschule, auf der ich war. Ja, das ist jetzt das Lionel Feininger Gymnasium. Hier war mal ein Bäcker. Ich glaube, da stand irgendwann mal dran, seit 1300 noch was oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Also es war ein uralter Bäcker. Zum Glück kann man jetzt hier russische Spezialitäten kaufen, weil es wäre ja schlimm, wenn man nach Russland fahren müsste, um was Russisches zu essen. Hier demonstrierten am 17. Juni 1953 tausende Bürgerinnen und Bürger für mutig für Freiheit und Demokratie. Das sah dann so aus. Ja. Dieser Aufstand musste mit Panzern niedergeschlagen werden. Das, was den Menschen damals Mut gemacht hat, um hier für die Freiheit und die Demokratie zu kämpfen, war die Einigkeit, die diese Menschen hatten. Sie waren nämlich allesamt Deutsche, ja, und waren auch verbunden mit ihrer Heimat. Ja. Sie waren noch nicht so verblödet wie heute. Sie wussten noch, was Deutsch bedeutet. Ja. Und deshalb haben sie auch für die Freiheit und für die Demokratie gekämpft. Auf der Straße und mussten mit Panzern niedergeschlagen werden. Wir erleben es gerade, dass die gesamte Freiheit komplett abgebaut wird. Ja. Zwangsimpfungen, weltweite Zwangsimpfungen sollen eingeführt werden. Und ja, die totale Monopolisierung des gesamten Handels und der gesamten Industrie. Ja, es wird kaum noch kleine Unternehmen geben, die gehen gerade alle kaputt. Und wir steuern auf eine Tyrannei zu, eine globale Tyrannei, die es noch niemals gegeben hat auf diesem Planeten, in unvorstellbarem Ausmaß. Und
jetzt kann man sich fragen, warum hier jetzt gerade nicht Hunderttausende von Menschen demonstrieren und warum jetzt nicht die Panzer anrücken, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Der Grund dafür ist, dass es kein Volk mehr gibt. Ja? Es gibt nur noch eine namenlose, gesichtslose Masse an multikulturellen Menschen. Ja? Wir sind ja alle Menschen heutzutage. Wir sind keine Deutschen mehr, wir sind keine Iren mehr und keine Iraner oder Syrer, sondern wir sind alle Menschen. Und Menschen gehen nicht demonstrieren, weil Menschen keine Identität haben und nichts verteidigen wollen gegen die Tyrannei. Sie haben nichts, sie wollen nichts. Sie haben. Ja, wozu brauchen sie Freiheit? Sie brauchen nur Drogen, sie brauchen nur ihre Ruhe, sie wollen in Ruhe gelassen werden und ihre Fernsehserien gucken. Und ja, es gibt keine einheitliche Bevölkerung mehr, die für ihre Rechte jetzt auf die Straße gehen könnte. Es gibt sie einfach nicht mehr. Sie wurde ausgerottet und ersetzt durch eine gesichtslose, kulturlose Masse. Und warum sollten die ganzen Ausländer, die jetzt hier sind, für die Freiheit der Deutschen demonstrieren? Sie profitieren ja von dem derzeitigen System. Warum sollen sie also dagegen kämpfen? Und die Deutschen, die noch übrig sind, die sind so fertig. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass die noch irgendwas auf die Reihe kriegen. Dass die sich noch gegen irgendwas wehren, ja. Mit ihrem Bier. Ja, auf diesem Bier, da steht nicht mal mehr irgendeine Marke drauf. Da steht nur noch 5% oder so, ja. Soweit ist es schon gekommen, da mit ihrer Kippe, guck sie dir an. Und das sind noch gute Beispiele. Ich könnte noch viel schlimmere Leute filmen, aber das ist ja dann wieder illegal. Hier demonstriert am 30. Januar 1933 das antifaschistische Halle gegen die Hitler-Diktatur. Also soweit ich weiß, war Hitler am 30. Januar 1933 noch gar nicht an der Macht. Ich frage mich, warum es, nachdem er an die Macht kam, keine Demonstrationen mehr gegen Hitler gab. Ja. Dafür könnte man jetzt verschiedene Interpretationen sich ausdenken. Ja. Ich nenne mal die gängige Interpretation, dass jegliche Kritik an Hitler damals mit brutaler Gewalt niedergeschlagen wurde. Ja. Es könnte aber auch einfach damit zusammenhängen, ja, das setze ich jetzt mal so als Spekulation in den Raum, dass die Menschen mit der Regierung damals zufrieden waren, ja, und deshalb nicht demonstriert haben. Die meisten Menschen waren zufrieden mit der Regierung. Und die Demonstrationen waren nur vor der Wahl Hitlers. Und die wurden durch die Kommunisten veranstaltet. Und ja, wer diese Demonstrationen angestachelt und finanziert hat, ja, das war natürlich die internationalen Verbindungen, die die Kommunisten hatten zur Weimarer Zeit, ja, nach Moskau und den USA. Und die wurden natürlich nach 1933, wurden diese Finanzströme natürlich, diese subversiven Finanzströme, natürlich unterbunden, ja. Und die kommunistische Partei verboten. Aber warum wurde diese kommunistische Partei verboten? Nun, das ist ja undemokratisch, oder? Aber vielleicht wurde sie verboten, weil die Kommunisten ihr Wahlziel, ja, des kommunistischen Umsturzes ja in anderen Ländern der Welt schon erreicht hatten, ja? Wie zum Beispiel in Russland. Und das hat bis 1933 sagen, 20 bis 30 Millionen Russen den Tod gekostet. Und
als man dann an die Macht kam, also 1933, hat man natürlich diese Partei, die diese Politik verfolgt, erstmal verboten. Ich könnte ja Stunden damit verbringen, einfach nur hier an diesem Hallmarkt in Halle zu bleiben und irgendwas zu filmen und zu erzählen. Ja. Da wäre die Geschichte dieses Kiez-Kebab-Hauses hier, ja, das quasi als Kulturzentrum Halles hier quasi den Platzhirsch jetzt macht. Ja. Das könnte man zum Beispiel erwähnen. Und interessant ist natürlich auch dieses fette B&B-Hotel dahinter mit dem Rewe City drin. Ja. Das ist natürlich auch ein repräsentatives Gebäude hier in zentraler Lage. Ein schmucker neokommunistischer, neosowjetischer Bau, ja, mit billigen, nach Plastik stinkenden Apartments. Und natürlich könnte man auch hier unten diesen kulturellen zentralen Punkt erwähnen mit diesen wundervollen künstlerischen Darstellungen, von denen niemand so genau weiß, was sie eigentlich bedeuten sollen. Das erschließt sich einem nicht gleich. Ja. Auch vor allem dem späteren Beobachter, der das vielleicht mal in 100 Jahren ausgräbt, wenn das hier alles zusammengebrochen ist, der wird da schon ein bisschen zu knabbern haben dran, an dem Bedeutungsgehalt dieser Kunst. Was man als zentrales Beispiel bedenken muss oder zumindest erwähnen kann bei dieser Kunst, ist, dass sie nicht gerade erhebend ist. Ja, man als normaler, einfacher Mensch, der hier dran vorbeigeht, der fühlt sich einfach nur niedergeschlagen. Ja, vor allem von diesem Bild des fallenden Menschen. Ja. Warum steht dieser Mensch nicht stolz in der Mitte? Warum ist es kein Neptunbrunnen, wo ein muskulöser, gesunder, starker, vor Stolz und Kraft strahlender Neptun in der Mitte steht mit seinem Dreizack, ja? Der Herr der Meere und des Wetters, des Regens, des Windes. Ja, wenn man diesen schönen Gott Neptun sehen würde, da würde man sich freuen, da könnte man seine Augen weilen lassen, aber wer bleibt hier stehen und betrachtet längere Zeit diesen fallenden, krüppligen, mickrigen, mageren Menschen? Ja. Das Ziel der heutigen Kunst und Architektur ist es, und dafür ist dieses Bild sehr beispielhaft, den Menschen zu erniedrigen und den Menschen von seiner Umgebung zu entfremden. Denn was man nicht schön findet, das verteidigt man auch nicht gegen Feinde. Man setzt sich nicht dafür ein, man kämpft nicht, man geht nicht auf die Straße, man geht nicht demonstrieren für die Hässlichkeit, die einen umgibt. Ja, und das ist der Grund, warum diese Hässlichkeit erzeugt wird. Damit die Menschen sich nicht damit identifizieren und damit die Menschen nicht gegen die Zustände demonstrieren gehen. Damit die Menschen keinen Stolz und keine Würde haben, sondern nur depressiv, niedergeschlagen, mutlos und kraftlos sind. Grau, schwarz, monoton, leblos und kalt. Eine Aura des Todes und der Niedergeschlagenheit verbreitend. Das neue Finanzamt in Halle. Wir schauen die trostlosen und eintönigen Gassen der maschinisierten Welt. Hinter uns der Hallmarkt. Ich bin nun kein ausgesprochener Freund der Kirche, ja, aber ich muss doch zugeben, dass dieser Anblick, ja, dieses Wahrzeichen der Stadt Halle, doch etwas angenehmer ist.
was in einer Studentenstadt wie Halle in zentraler Lage auch auf keinen Fall fehlen sollte, sind Aushänge wie diese. Nein zu Festung Europa. Solidarität trotz Corona. Refugees welcome. Dieser Spruch ist auf so unglaublich vielen Ebenen unklar und ja, schwierig, sag ich mal. Ja. Er zeugt von einem Zustand der geistigen Verwirrung, die fast nicht mehr begreifbar ist eigentlich. Wonderful Woman Wall. Warum heißt es eigentlich nicht Wand der wundervollen Frauen? Ich frage mich, was diese Frauen so besonders macht. Ich nehme mal an, dass sich diese wundervollen Frauen dafür eingesetzt haben, dass das traditionelle Rollenbild der Frau abgeschafft wird. Diese Frauen haben sich für Abtreibung eingesetzt. Diese Frauen haben sich wahrscheinlich dafür eingesetzt, dass das eigene Volk keine Souveränität mehr haben darf. Ja, also sie waren wahrscheinlich antirassistisch, was im Endeffekt nur bedeutet, dass das eigene Volk nicht mehr über seine eigenen Belange bestimmen kann, sondern dass jetzt man sich mit anderen Rassen und Völkern arrangieren muss, deren Sprachen sprechen muss und die ganzen Probleme, die diese Völker haben, selber auch haben muss. Beziehungsweise das Problem haben muss, dass man irgendwie miteinander klarkommen muss, ja, mitunter mit kulturellen Vorstellungen, die gar nicht miteinander harmonieren. Ja. Und anstatt dann in getrennten Bereichen zu leben, wird man gezwungen, zusammenzuleben. Und dafür haben sich diese Frauen, diese antirassistischen Frauen eingesetzt, ja, um das Leben der Menschen in dieser Weise zu verkomplizieren. Ja, und sie haben sich für den Feminismus eingesetzt, was bedeutet, dass Frauen jetzt genauso wie Männer jeden Tag, den ganzen Tag arbeiten gehen müssen und nicht mehr zu Hause für sich selbst arbeiten können, indem sie ihren eigenen Garten bestellen oder sich um ihre eigenen Haustiere kümmern, Hühner, Kaninchen, vielleicht eine Ziege. Ja. Sie können sich jetzt nicht mehr um ihre eigenen Kinder kümmern. Nein, sie müssen jetzt in einem Kindergarten arbeiten und sich um die Kinder von fremden Menschen kümmern. Dafür haben sich diese Frauen eingesetzt, diese Wonderful Women an dieser Wand. Ja. Sie haben sich für die Befreiung der Frau eingesetzt. In einer Zeit, als die Männer alle in Fabriken eingepfercht wurden und den ganzen Tag, 12 Stunden am Tag, für irgendwelche kapitalistischen Arschlöcher schuften mussten. Ja. Das war eine Zeit, als die Frauen noch zu Hause waren, sich um die Kinder gekümmert haben. Sie haben das Mittag gekocht und sie haben dann den Männern das Mittag in die Fabrik gebracht und ihre Wäsche gewaschen, ja. Sich um ihre Wunden gekümmert, wenn sie sich mal verletzt haben auf Arbeit. Und diese wundervollen Frauen, diese Wonderful Women an der Wonderful Women Wall, die haben sich dann dafür eingesetzt, dass diese Frauen dann befreit werden, sprich, dass diese Frauen dann auch 12 Stunden in der Fabrik arbeiten durften. Und sie haben sich auch für den Schulzwang eingesetzt, der den Frauen die Kinder weggenommen hat, ja, und wo dann die Kinder in eine staatliche Schule gehen mussten, wo sie dann vom Staat indoktriniert werden können jeden Tag. Und also haben sich quasi diese Wonderful Women, die sich für die Bildung eingesetzt haben, die haben sich dafür eingesetzt, dass die Frau nicht mehr selber das Kind erziehen darf,
sondern jetzt der Staat ihre Kinder erzieht und sie ihnen entfremdet und sie daran gewöhnt, dass sie ein Leben im Dienste des Staates und der Industrie führen werden. Ja. Dafür haben sich diese Wonderful Women eingesetzt und deshalb bin ich stolz auf sie, auf diese multikulturelle Bande, die dort dargestellt wird. Ich bin stolz darauf. Ja. Ich freue mich, dass diese Wonderful Women sich so sehr nicht nur für die Frau, auch für den Mann eingesetzt haben. Ja. Einfach klasse. Diese Frauen haben sich dafür eingesetzt, dass Frauen ihr Selbstwertgefühl jetzt nicht mehr dadurch bekommen, dass sie sich ihre eigenen Trachten und Kleidungen selber nähen und stricken, sondern dass sie sich die Haare bunt färben. Und sie haben sich dafür eingesetzt, dass sie sich nicht mehr um ihre eigenen Kinder kümmern, sondern um Hunde und Katzen und Fische und andere Haustiere. Und der große Hinweis: Geldtransfer. Und davon einem Laden für türkische Lebensmittel und orientalische Lebensmittel und Obst und Gemüse natürlich nicht fehlen. Und diese Häuser sahen in meiner Kindheit noch ungefähr so wie diese hier aus. Allerdings dachte man sich heutzutage wahrscheinlich, dass das noch etwas zu bunt ist und deshalb hat man diese im typischen Grau der bunten Gesellschaft angestrichen. Denn in einer bunten Gesellschaft muss die Umgebung am besten so eintönig wie möglich aussehen, damit die bunten Menschen erst so richtig zur Geltung kommen. Denn verstehen Sie, vor einem trostlosen und grauen Hintergrund entfalten die bunten Menschen mit ihrer glücklichen und zufriedenen Ausstrahlung, um nicht zu sagen gleichgeschalten, entfalten diese bunten Menschen erst so richtig ihre Strahlkraft. Es ist also so gesehen ein künstlerisches Mittel, was die Regierung da angewandt hat. Ja, also unsere Herrscher sind Künstler, wahre Künstler. Ja, da steckt ein zivilisatorisches und sozialwissenschaftliches Gesamtkonzept dahinter, das wir manchmal so gar nicht recht verstehen können und begreifen können. Aber dem aufmerksamen Beobachter entgehen diese kleinen Details nicht. Ja, natürlich sollte man für die Wahrnehmung dieser kleinen Nuancen sollte man vielleicht nüchtern bleiben. Ja, denn das steigert die Wahrnehmungsfähigkeit. Nur nüchtern zu sein ist momentan nicht so unbedingt im Trend. Also müssen wir wohl damit leben, dass diese künstlerischen Feinfühligkeiten den meisten Menschen entgehen. Schule ohne Rassismus. Ich wäre ja dafür, das Rass zu streichen. Schule ohne Ismus wäre für mich eigentlich wesentlich angenehmer. Also, so eine Schule ohne Ismen, das wäre doch mal was. Volkshochschule Adolf Reichwein. Also, das Wort Volk, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das ist doch nichts. VHS. Ja, also, es muss heute gefälligst Bevölkerungshochschule heißen. Nicht Volkshochschule. Völker gibt es nicht mehr.
die hat man in der letzten UN-Versammlung abgeschafft. Das heißt auch nicht mehr Vereinte Nationen, das heißt jetzt Vereinte Bevölkerungen. Deshalb heißt es auch nicht, es muss nicht VHS, sondern BHS heißen, Bevölkerungshochschule. Oder orientieren wir uns doch einfach an dem da drüben. Warum denn immer alles so kompliziert machen? Ja? Warum immer alles so kompliziert machen? Das ist die Verbraucherzentrale. Ja? Wir sind doch im Endeffekt alle nur noch Verbraucher. Also, gut. Ich bin für einen Kompromiss. VHS kann bleiben. Ja? VHS ist korrekt. Allerdings heißt das, steht das V nicht mehr für Volk, sondern für Verbraucher. Ja. Es ist in Zukunft die Verbraucherhochschule. Ja, denn das sind wir ja, Verbraucher, Konsumenten. Man soll einfach mit der Zeit gehen. Zu erwähnen, warum diese Schule keine Grundschule mehr ist. Es gibt einfach nicht genug Kinder. Das ist der demografische Wandel. Ja? Das ist irgendwie so ein Phänomen. Das kann sich keiner so richtig erklären. Ja? Das ist im Endeffekt natürlich ein natürlicher Prozess. Es ist dem Fortschritt geschuldet. Wir sind in Deutschland so weit entwickelt, so fortschrittlich, dass wir einfach keine Kinder mehr wollen. Wir möchten uns nicht mit lebenden, lachenden, kichernden, spielenden, kleinen Engeln umgeben. Nein, wir haben jetzt Maschinen, Entertainment- und Haltungsindustrie. Wir möchten Filme gucken, Computerspiele spielen und Reisen machen. Und wir möchten uns doch betrinken und Drogen nehmen. Und wir müssen doch als Konsumenten auch unsere Aufgabe des Konsums erfüllen. Wir müssen doch als Verbraucher dann auch verbrauchen. Was macht der Verbraucher, der nicht verbraucht? Also, das Problem an Kindern ist einfach, dass man, wenn man ein Kinderlachen sieht, wenn einem das eigene Baby zum ersten Mal anlacht, dann ist man einfach so glücklich und so bedürfnislos. Man braucht plötzlich nichts mehr. Und für einen Verbraucher, der nichts braucht. Das ist einfach, es geht nicht. Das kann man nicht machen. Ja. Also geht mit der Zeit, bitte. Wir sind fortschrittlich jetzt. Ja. Und wir brauchen keine Kinder und keine Grundschulen, sondern Verbrauchshochschulen, Verbraucherhochschulen, wo den Menschen das Verbrauchen von Ressourcen erstmal richtig erklärt wird. Da wird den Menschen erstmal erklärt, warum man eine geplante Obsoleszenz braucht. Warum ein Kühlschrank, der 5.000 Euro kostet und 5 Jahre Garantie hat, warum er genau nach 5 Jahren auf den Tag genau kaputt geht, nachdem die Garantie abgelaufen ist. Das muss man den Menschen erklären in der Verbraucherhochschule. Und da stören Kinder nur. Das ist der Fortschritt. Ja? Man hätte sonst viel zu viel Zeit, sich die Natur anzuschauen. Und man braucht schon Fernseher oder
Dokus oder Unterhaltung, ohne die Schönheit der Natur, auch einfach in seinem Alltag bewundern könnte. Einfach so, wo immer man gerade ist. Wo immer man gerade ist. So. Mit einem Mindestabstand von 2 Metern. Um sich an die öffentlichen Richtlinien zu halten. Die meisten Menschen sind einfach zu alt und zu gesetzt, um sich noch zu wehren gegen das, was hier passiert. Sie laufen nicht mehr weg. Gemächlich gehen sie ihren Weg weiter und suchen noch irgendwo zwischen den Ritzen, in den Ritzen der Bodenplatten, suchen sie noch irgendwo nach einem kleinen Krümchen weggeworfenen, industriell erzeugten Essens, um ihre letzten Tage auch noch irgendwie über die Runden zu bekommen. Die Lieblingskeule deines Urgroßvaters. Wo wir gerade von Rassismus sprachen, ist es natürlich selbstverständlich, dass es gegen weiße Menschen keinen Rassismus geben kann. Denn die steinzeitlichen Bewohner Deutschlands waren natürlich absolute Vollidioten. Und das ist natürlich kein Rassismus, wenn man steinzeitliche Bewohner Afrikas, sprich Bewohner Afrikas von vor 100 Jahren in manchen Regionen, wenn man die so darstellen würde, dann wäre das äußerst rassistisch. Aber bei Deutschen ist das, da trifft das nicht zu. Die Bewohner Nordamerikas waren auch steinzeitliche Bewohner, als die dort ankamen. Meine Recherchen haben ergeben, dass diese Menschen äußerst stolze, gesunde und intelligente Menschen waren und keinesfalls irgendwelche Vollidioten.
Du willst nicht rassistisch sein? Doch wir sind es alle. Rassismus geht nicht nur von offensichtlich rechtsradikalen RassiststernchenInnen oder Neonazis aus. Die Rede ist hier von einem Alltagsrassismus, welcher unseren gemeinsamen Alltag strukturiert, meinen und deinen, indem wir unwissentlich rassistisch handeln. Es betrifft aber vor allem jene Personen, gegen die er gerichtet ist. People of Color. POC. POC. Also Personen, die in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft aufgrund ihrer Hautfarbe rassifiziert werden. Wusstet ihr, dass die People of Color... Es stimmt. Der Rassismus geht vor allem gegen People of Color, ja, gegen farbige Menschen. Das sind zum Beispiel Leute mit grünen Augen und gelben Haaren, ja, oder blauen Augen und roten Haaren oder braunen Augen und braunen Haaren. Ja. Das sind die Farbigen. Das sind die farbigen Menschen, die Farbe an sich haben. Das ist eine sehr seltene Art, die nur in Europa ursprünglich vorkam und sich dann ein bisschen auf der Welt ausgebreitet hat. Ja. Aber momentan überall vom Aussterben bedroht ist. Die meisten Menschen auf der Welt haben nämlich schwarze Haare und schwarze oder dunkelbraune Augen und dunkle Haut. Sie sind ganz und gar nicht farbig, sondern sie sind eigentlich eher sehr eintönig in ihrem Aussehen. Die Farbigen, das sind die Europäer, ja, die sehr bunt daherkommen. Und es stimmt, dass es gegen diese Menschen einen sehr perfiden Alltagsrassismus gibt. Denn über die kann man Blondinenwitze machen. Man kann sie in der Geschichte als die schlimmsten Verbrecher aller Zeiten darstellen. Man kann ihnen das Recht auf Selbstbestimmung nehmen, indem man ihre Länder mit Menschenmassen aus aller Welt flutet und das demografische Gleichgewicht so weit verschiebt, dass in einer demokratischen Gesellschaft der mehrheitlichen Abstimmung diese Ureinwohner Europas kein Mitbestimmungsrecht mehr haben, da sie irgendwann in der Minderheit sind. Man kann die Geburtenrate dieser Menschen so weit nach unten drücken durch Propaganda und antifamilienmäßige Gesetze, dass sie nun mittlerweile fast vom Aussterben bedroht sind, ihre Gesellschaften überaltern. Und das Ganze nennt man dann nicht Völkermord, sondern demografischer Wandel. Ja? Und jeder, der sich gegen diese Zustände ausspricht, ist ein Rassist, ein Faschist, ein Neonazi. Und er hat im Grunde überhaupt keine Rechte, sich dagegen zu wehren, weil die gesamten Medien und das gesamte Establishment, die Industrie, der Handel vollkommen gegen ihn ist und die anti-europäische Propaganda kolportiert, weiterverbreitet, intensiviert. Ja, da stimme ich diesem Plakat durchaus zu, dass es gegen diese People of Color, also die Farbigen, ja, uns, eine sehr perfide Propaganda gibt, dass diese immer weniger werden und dass die nicht farbigen Menschen, die mehrheitlich schwarz oder braun sind, auch von ihrer Haarfarbe her, dass die, naja, weltweit eine Bevölkerungsexplosion erleben, vor allem in Afrika.
und dass diese überschüssigen Menschenmassen dann einfach nach Europa abgedrückt werden, weil da kann man ja hin. Ja. Und die Weißen können überall vertrieben und verdrängt werden. Die Weißen, die Farbigen meine ich natürlich. Ja. Schlimm, schlimm, dieser Alltagsrassismus. Das ist kaum jemandem bewusst.